diese Woche ist mir wichtig, dass wir endlich diese Sache mit dem Peter klären. Da sitzen wir schon seit Wochen am selben Problem und nichts geht weiter. Nichts. Und da erwarte ich mir, dass wir da mal einen Zahn zulegen. Kannst du bitte nicht schreiben? Ich dachte, du schreibst mit. Du hast die viel schönere Schrift. Schreib einfach. Ach, bitte schreiben Sie doch einfach selber mit und gut ist. Also, die Sache mit dem Peter. Du, Ines, kannst du dich noch erinnern, vor 3 Jahren bei der Weihnachtsfeier, als der Peter total betrunken war und dann angefangen hat, die ganzen Praktikantinnen zu umarmen. Da ist er auf die Idee gekommen, ne? Ja, der Peter, der ist so ein richtiger Geschäftsmann. Also, vor allem, wenn er was getrunken hat, der wird immer ärger. Den solltest du mal kennenlernen. Den musst du eigentlich mal kennenlernen, ja. Weil das ist auch eine Sache, die ich an unserem Unternehmen so sehr schätze. Wir stellen unseren Praktikanten auch den ganz großen Tieren vor. Nice. Und da kannst du noch was lernen. Wirklich. Okay, also dann würde ich vorschlagen, dass wir das zuständige Team anrufen. Dann könnten wir so irgendetwas... Also ich würde vorschlagen, Sie übernehmen das, Frau Pegel. Und wenn Sie da mit dem Team mal ein bisschen reden wollen, ist das ja in Ordnung. Aber wichtig ist, dass Sie mal ein bisschen mehr Druck ausüben auf den Peter. Mhm. Und dann nehmen Sie meinetwegen auch den Lars mit, damit er Ihnen da mal ein bisschen helfen kann. Okay, dann vereinbaren wir einen Termin. Weißt du, eigentlich würde ich da gerne ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Also. Und wir, Herr Pulz, vielleicht reden wir noch mal persönlich. Sehr gerne. Du, da kannst du dir mal ein Beispiel nehmen, Katrin.